Einen wunderschönen. Ihr habt euch ein neues Studio-Update gewünscht. Ich bin da ein bisschen spät dran, weil ich, wie gesagt, so viele Sachen auf dem Tisch habe. Und ich dachte mir einfach, ich muss es jetzt irgendwann mal angehen. Und ohne groß zu labern, hier ist das Studio-Update-Video. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem an, was ich hier zu Hause stehen habe. Und zwar mein Nordstage 3. Den habe ich erstmal wieder nach Hause gebracht, weil der kam ein bisschen zu kurz. Das Spielgefühl auf diesem Gerät ist einfach für mich unschlagbar. Hier haben wir das Shure MV7 eingewickelt in XLR-Kabel. Das ist quasi wie das SM7B, nur die kleinere Version. Dann haben wir hier den kleinen JOMIC 3Q. Das ist quasi ein Vorverstärker, ein Kompressor mit Equalizer. Ich habe damit schon sehr viele Aufnahmen gemacht, darunter auch die Sachen von Julian Bam. Als MIDI-Controller nutze ich überwiegend den Alesis Q49, wie man hier sehen kann. Ist jetzt kein überteures Keyboard, aber it gets the work done. Hier meine Logitech-Tastatur mit der passenden Maus in weiß. Als Audio-Interface habt ihr es bestimmt in einen meiner Videos gesehen, nutze ich das AG06 für zu Hause. Dazu nutze ich dann so kleine Monitorboxen hier. Das sind, glaube ich, 4,5 Zöller, glaube ich, von Presonus, die Iris. Aber ich schreibe dann auch immer rein, was das für Sachen sind, die ich hier nutze. Dann der Bildschirm ist von BenQ. Den habe ich ja für ein Placement bekommen. Nach wie vor immer noch ein sehr geiler Bildschirm. Und um den MV7 zu nutzen, habe ich hier noch einen Cloudlifter. Der boostet das Signal des MV7 nochmal um 20 dB lauter, weil normalerweise solche Mikros, die fressen ja unheimlich viel Gain. Da muss man hier richtig hochziehen. Aber damit erspare ich mir das. Für die Musikproduktion zu Hause nutze ich das Mac Mini M1. Ist auf jeden Fall ein sehr nices Teil. Ich war erstmal unsicher, ob ich Filmscoring damit machen kann. Es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Eine mobile Bluetooth-Tastatur für mein iPad. Die Maus für das iPad. Hier ist mein iPad. Glaube ich, das Pro-Modell. Natürlich hier für unterwegs das M1 Max. Und damit schneide ich auch meine Videos. Auch dieses jetzt gerade, was ihr seht. Hier haben wir das AKG C214. Das ist ein sehr nices Mikro. Besonders gern nutze ich das auch bei Gitarren, weil es hat so einen schönen crispigen Sound. Hier ist mein altes Studio-Audio-Interface. Das ist gerade in der Box. Das ist nämlich kaputt. Das muss ich noch zur Reparatur schicken. Ich habe ja mittlerweile im Studio einen Ersatz. Genau dasselbe Modell. Das hier wird auf jeden Fall eine Wiederverwendung haben. Hier meine alten Yamaha HS7 Speaker. Nutze ich gerade jetzt nicht. Auch aus Platzgründen nicht. Aber später werden die safe nochmal wieder zum Einsatz kommen. Was ich mit diesen Monitorboxen vorhabe, das erzähle ich euch auf jeden Fall, wenn es soweit ist. Dann hier meine Lieblings-Funk-Gitarre. Das hat ja meine Frau mir geschenkt. Das habe ich ja schon mal im letzten Studio-Update gezeigt. Bevor ich es vergesse, hier ist meine Wand mit ganz vielen Kabeln und Kopfhörern. Besonders die Kopfhörer haben es mir angetan. Das SRH 1540. Das sind extra Kopfhörer fürs Mixing und Mastering. Kleiner Fun-Fact am Rande. Diese Kopfhörer habe ich tatsächlich benutzt, um den Osterhasen-Song abzumischen. Mein Flow ist göttlich wie mein Dad. Ich surfe ohne Brett und burn mein ganzes Cash. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein Kopfhörerpaar fürs Studio besorgen, weil da fehlen sie mir tatsächlich. Apropos Studio, wir fahren jetzt dahin. So, willkommen im Studio. Es ist jetzt ein paar Tage her, weil ich hatte jetzt noch zwischenzeitlich noch ein neues Equipment mir geholt. Das zeige ich aber euch jetzt. Aber der Grund, warum ich jetzt hier mein Studio habe, das wisst ihr gar nicht eigentlich, ne? Einige haben davon vielleicht jetzt gehört, aber die meisten wissen nicht, warum ich in diesem komischen Raum bin. Das zeige ich euch jetzt nämlich. Weil nämlich das hier mein altes Studio war. Ihr seht jetzt überall jetzt Getränke. Meine Nano-Leafs sind noch hier, weil ich gehofft habe, dass das jetzt nicht so lange dauert. Und der Grund, warum ich noch nicht hier eingezogen bin wieder, ein heftiger Wasserschaden. Und das ist der Grund, warum ich in einem anderen Raum verfrachtet worden bin. Ich kann auf jeden Fall euch noch ein paar Sachen zeigen, die noch vom Studio sind. Und zwar das Regal. Das ist natürlich jetzt leer geräumt. Mein Studiotisch, der ist jetzt noch hier. Mein zweiter Studiotisch, der ist auch noch hier. Das hier ist ein neues / altes Instrument, was ich von meiner Frau bekommen habe. Eine chinesische Zither oder besser bekannt auch als Guzheng. Ich zeige euch das mal. Seid ihr bereit? Tada! Das ist das gute Stück. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausgepackt oder irgendwie aufgebaut, weil einfach der Wasserschaden noch nicht behoben wurde. Warte, ich warte einfach. Gehen wir weiter. So, wir befinden uns jetzt im provisorischen Studio, was ihr schon jetzt in den letzten Videos gesehen habt. Ich denke, wir gehen von hier nach hier, nach hier, nach hier, nach hier und da irgendwo eben hier hinten auch. Also das Erste, was ihr hier seht, sind auf jeden Fall jede Menge Stative. Besonders hier diese zwei Stative. Das sind Monitorstative, die an meinen Studiotisch normalerweise befestigt werden. Studiotisch passt jetzt nicht unbedingt hier in diesen Raum rein. Ich hoffe, dass ich jetzt auch bald wieder zurückziehen kann. Hier, das ist ein etwas älterer Controller, ein BCF 2000 von Behringer. Ich habe das bei vielen Filmcomposern gesehen, die das nutzen und auch darauf schwören. Und ich kann es auf jeden Fall nur bestätigen, das Ding ist richtig gut für Filmcomposing. Es ist dafür da, um zum Beispiel die Streicher von leise nach laut zu modellieren und auch umgekehrt und Hörner und ja, für die angehenden Filmcomposer, ihr wisst, was ich meine. Gehen wir weiter. Das hier ist ein unnötiges Case. Das ist ein Audio-Interface, Leute, allerdings über Netzwerk.
Werk. Einige kennen sich bestimmt damit aus und haben von Dante gehört. Wenn ihr das nicht kennt, ihr könnt es auf jeden Fall gerne googeln und dann wisst ihr, was es ist. Wenn ich wieder im alten Raum bin, dann erkläre ich euch, wie ich das Ding angebracht habe. Wie man unschwer erkennen kann, das ist eine Tape Machine. Da jage ich manchmal Sachen durch. Ich weiß, es gibt natürlich auch Plugins, die kann man nutzen. Als so ein Analog-Gear-Sucker. Es ist auf jeden Fall scheißegal, ob Plugin oder analog. Ich bin nur selber halt ein Gearhead, deswegen habe ich mir das geholt. Auf das Teil bin ich sehr stolz. Das ist ein Akai MPC 2000 XL. Viele Leute, die im Hip-Hop-Game unterwegs sind, die wissen, dass das ein Klassiker ist. Hier war mal früher ein Diskettenlaufwerk. Das habe ich jetzt ausgetauscht gegen einen Card-Reader. Man muss ja auf jeden Fall up-to-date sein. Ich musste auf jeden Fall da nochmal circa 300 bis 400 Dollar rein investieren, weil ich musste zum Beispiel die Platine austauschen, damit die Pads wieder funktionieren. Die Knöpfe haben nicht mehr ganz hundertprozentig funktioniert. Display habe ich ausgetauscht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil und es ist ein ganz anderes Feeling vom Producen. Okay, was haben wir hier? Das sieht doch aus wie ein Mixer. Das ist vollkommen korrekt, Leute. Das ist ein alter Fostex VM200. Das Ding funktioniert nur in Verbindung mit dem Gerät hier. Diese beiden Geräte werden mit einem Optical-Kabel verbunden. Das ist auf jeden Fall sehr oldschool-mäßiges Recording. Aber manchmal brauche ich halt andere Herangehensweisen, was das Producing angeht, um neue Inspirationen zu sammeln. Hier ist mein mobiles Audio-Interface von Universal Audio. Ein Apollo Solo. Leute, die Universal Audio kennen, die wissen, warum man sich das Ding gönnt. Natürlich wegen den Plugins, weil man die in Echtzeit nutzen kann. Also ein Kompressor, Auto-Tune. Es ist ein MIDI-Verteiler von der Firma Easy. Da kann man halt mehrere MIDI-Geräte anschließen, aber nicht nur das, sondern auch mehrere USB-Geräte. Sehr praktisch, gerade wenn man sehr viel Outboard-Gear hat wie ich. Das ist ein 8-Kanal-Mixer, wo ich dann zum Beispiel meinen JV1080 durchjage oder meine neueste Errungenschaft, den JV2080. Der kam zum Einsatz bei Songs aus der Bohne, besonders bei dem Backstreet Boys Part. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist ein E6400 Emulator? Ja, das ist auf jeden Fall kein Videorekorder, sondern ein fetter Sampler mit sehr, sehr vielen Sounds. Der kam zuletzt zum Einsatz, als Osterhase und Weihnachtsmann zusammen einen Song rausgedroppt haben. Ein Diss-Track an den Sandmann, glaube ich. Werde mit Abstand gewinnen. Ihr merkt, ich bin immer noch nicht mit der Reihe durch. Hier geht's weiter. Hier ist mein Native Instruments S88 Keyboard. Der ist gerade nicht im Einsatz, weil passt auch nicht wirklich auf diesem Tisch drauf. Deswegen ist er erstmal hier geparkt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Controller. Mit dem habe ich so viele Tracks schon produziert. Dann haben wir hier einen kleinen Wavetable Synthesizer, den Argon 8M. Ist quasi das Serum auf Hardware-Basis. Sowas wollte ich auf jeden Fall immer haben. Kam leider nicht so oft zum Einsatz. Das will ich auf jeden Fall ändern. Genauso wie mein modularer Eurorack Synthesizer. Den kennt ihr ja noch aus den älteren Videos, wo ich das erste Mal mich damit beschäftigt habe und damit auch einen Track gebaut habe. Ich wollte das Teil auf jeden Fall benutzen, um neue Sounds zu generieren. Hier ist das Mic, das jeder kennt, das Shure SM7B mit Cloudlifter. Ja, das nächste Mikro, was ich hier habe, ist das TLM-103 von Neumann. Das erste Mal, wo ich die Klangqualität des Mikros gehört habe, war, als Hey Moritz mit seinem TLM-103 hier vorbeikam. Und da dachte ich mir nur, scheiße, ich muss auch so ein Teil haben. Und ich habe es nicht bereut. Es hat zwar viel gekostet, aber es hat wirklich auch eine geile Klangqualität. Sehr, sehr rauscharm. Und es hat einen schönen Klang. Ja, kommen wir zur Gitarren-Section. Hier ist eine Akustikgitarre mit Nylon-Saiten. Das ist auf jeden Fall eine Western-Gitarre von Takamine. Hier ist meine Yamaha Pacifica. Hier meine Epiphone Les Paul. Sehr, sehr geiler Sound. Und hier, boah, ich glaube, das war immer noch mein 70-Euro-Bass. So, Leute, das Gerät hier habe ich jetzt finally im Studio. Das Teil wollte ich schon immer haben. Und auf Reverb.com habe ich einen Seller gefunden, der aus Luxemburg. Grüße gehen raus an den lieben Sascha. Sehr, sehr geiler Musiker. Hier, check mal ab. Das ist auf jeden Fall the real deal, kann ich nur sagen. Das hier ist natürlich auch ein Klassiker-Keyboard, der Korg Triton Pro. Ich glaube, den habe ich schon mal im letzten Studio-Update gezeigt. Diesen roten Ständer habt ihr noch nicht gesehen. Das ist ein Update auf jeden Fall. Ich wollte schon immer so einen Ständer haben, no pun intended. Ja, hier seht ihr auf jeden Fall meinen ergonomischen Stuhl. Auf dem kann ich richtig super lange sitzen und auch lange Sessions machen, was ich auf jeden Fall super finde. Aber machen wir jetzt auf dem Tisch hier weiter. So, das hier ist mein passiver Monitor-Controller. Damit kann ich die Lautstärke meiner Monitore kontrollieren, anstatt jetzt hier am Audio-Interface die ganze Zeit die Lautstärke zu regeln. Das Ding hat zwei Kanäle. Ich könnte theoretisch zwei Monitorboxenpaare anschließen. Auf Kanal 1 habe ich die Monkey Bananas Turbo 8. Wahrscheinlich sagt ihr jetzt, ich habe noch nie von dieser Marke gehört. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber es ist eine deutsche Marke. Aber der Chef von Monkey Banana hat mich mal angeschrieben und hatte gefragt, hey, hättest du nicht Interesse, mal meine Boxen zu testen? Und ich habe gesagt, klar. Ich hatte ja davor die Yamaha HS8. Und dann kamen diese an und ich habe die dann installiert, habe die mir angehört und dachte, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Der Klang ist ja richtig muffelig. Dann bin ich auf die Idee gekommen, wait a second, mal beide Boxenpaare anzuschließen. Also
hier über diese zwei Kanäle und dann hab dann hinten hier quasi, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich komme da auch nicht hinten durch, hab dann die Monitoreinstellungen so angepasst, dass sie wie meine Yamaha HS8 klingen. Instant habe ich gemerkt, dass ich mehr Details höre bei diesen Monkey Bananas. Das war auf jeden Fall für mich sehr viel wert, weil ich habe erst immer gedacht, so, ja, brauchen wir nicht. Aber tatsächlich sind dadurch meine Mixe auch besser geworden, weil ich mehr Details hören konnte. Wie gesagt, checkt die auf jeden Fall mal ab, Monkey Bananas. Macht ihr auf jeden Fall nichts Falsches mit. Hier ist mein Launchpad X, benutze ich hauptsächlich eher für Drums einzuspielen. Allerdings nutze ich auch ein Stream Deck für meine Produktion. Vielen Dank nochmal an Elgato, dass die mir hier dieses große Teil geschickt haben. Ich zeige euch mal, wie ich Ableton mit dem Elgato Stream Deck gekoppelt habe. Also, wenn ich zum Beispiel Simpler sage, also lädt mir einen Sampler, zack, ist der Sampler da, noch ein Sampler. Oder ich will eine Keyscape-Instanz haben. Zack, lädt ihr mir instant die Keyscape-Instanz. Und so habe ich auf jeden Fall meinen Workflow noch ein bisschen mehr optimiert. So bleibe ich im kreativen Flow, weil dann muss ich nicht nach dem Plugin suchen, das Plugin dann in der Liste auswählen, sondern mit einem Knopfdruck habe ich das Ding instant geladen. So, weiter geht's. Den kennt ihr auch schon. Das ist der Prophet Rev 2 von Sequential. Ist auf jeden Fall auch eins meiner Lieblings-Synthesizer, der zum Einsatz kommt. Meine Apple-Tastatur, das habe ich mir neu zugelegt. Das ist das Magic Pad von Apple. Mal mit der Maus nach einer Zeit habe ich echt Ultraschmerzen. Hier ist es noch mal für mich eine Entlastung tatsächlich. Ja, neue kleine Bildschirme habe ich mir geholt von ViewSonic. Dann hinten noch ein dritter Bildschirm. Das ist ein 52 Zoll Fernseher auf einer Säule. Ja, das hier ist mein Mac Pro mit den Stats, wenn ihr wissen wollt, was da drin verbaut ist. Wir sind fast durch, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Ich muss erstmal hier durch. Das ist auch ein geiles Teil. Das ist ein Rolly C-Board der ersten Generation, glaube ich. Ein Yamaha CS1X. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Keyboard, geeignet für Rave und Techno. Deswegen wollte ich das auch wieder flott bekommen, weil hier ist diese Tastatur. Die ist im Arsch. Hier Kopfhörer von Sennheiser, Beyerdynamics. Ja, die klassischen HD25 DJ-Kopfhörer. Jede Menge Kabel für den Modular-Synthesizer. Ich glaube, ich habe jetzt alles durch. Ah, nee, ich habe vergessen. Hier ist ja noch was unterm Tisch. Mein 10 Zoll Subwoofer von Monkey Banana. Gerade wenn es darum geht, seinen Bass sehr aufgeräumt abzumischen. Habe ich bislang nie gemacht. Das hier ist mein Pedalboard. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker, den sehr viele Gitarristen, ob ich feiern? Das ist ein böses Ding, das sage ich euch. Ich habe euch ja noch gar nicht meinen Rack gezeigt. Also, das da oben, das ist mein Audio-Interface. Das da ist meine Erweiterung. Damit habe ich dann nochmal 8 Kanäle zusätzlich zu dem. Also das hat 8 Kanäle, das hat nochmal 8 Kanäle. Das hier habe ich auch, glaube ich, im letzten Video mal gesagt, das ist custom-made, um halt Sachen hier vorne anzuschließen, die dann zum Beispiel hinten rein ins Audio-Interface gehen oder halt auch in diesen Mixer laufen. Hier sind meine Synthesizer immer angeschlossen. Das hier habe ich mir auch neu zugelegt, ein Twin Q von Joe Meek. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von dieser Marke. Schade, dass die nichts mehr produzieren. Das ist auf jeden Fall ein Preamp mit einem Kompressor und einem Equalizer. Und ich kann euch eins sagen, Wuckelaufnahmen mit dem Teil, top. Hier habe ich noch einen Mic Preamp, der nur maximal jetzt gerade dafür da ist, um das Signal von dem Gitarreneffektgerät hier abzunehmen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch einen Power Supply. Und das war's aber jetzt wirklich. Mehr habe ich hier, glaube ich, nicht stehen, was irgendwie mit Musik zu tun hat. Doch natürlich hier noch so eine günstige Geige, aber ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, euch hat die kleine Studiotour gefallen. Wenn ja, gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.